Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat gestern einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Der DAX startete zunächst noch verhalten, legte dann aber schnell zu und am Ende schloss er auf Tageshoch bei 14.362 Punkten. Das ist ein Plus von fast 1,5% bzw. 208 Zählern. Und wir blicken jetzt nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Franziska, gestern also richtig starker Handelstag. Geht das heute so gut weiter oder droht jetzt eine Verschnaufpause? Einen schönen guten Morgen. In der Tat erwarten wir heute erst einmal weiter Zugewinne, vielleicht auch nicht mehr mit dem ganz großen Tempo wie gestern, aber die Wall Street einmal mehr gestern gut aufgelegt. Zum Ende ist dann dem Dow so ein bisschen die Puste ausgegangen. Man ist aber trotzdem sehr komfortabel über der 35.000-Punkte-Marke. Und der DAX, der hat es ja auch rausgeschafft aus dieser Spanne zwischen 14.000 und 14.300 Punkten. Wirft man jetzt allerdings einen Blick auf die asiatischen Märkte, der Nikkei doch relativ komfortabel im Plus, Hang Seng und Shanghai Composite, die geben eben aber doch nach. Und einmal mehr ist es die Unsicherheit, ob des Themas Ukraine-Krieg. Einmal mehr sollen Gespräche zwischen der Ukraine und Russland stattfinden. Aber ob das Ganze Erfolg haben wird, ist natürlich ja ein großes Fragezeichen dahinter. Und somit ist erst einmal so ein bisschen Abwartung mit einem Tick positiv hier angesagt. Und im Fokus ganz klar die Berichtssaison. Sartorius hat Zahlen fürs erste Quartal präsentiert. Und da heißt es auf den ersten Blick, die sehen stark aus. Dann schauen wir mal, was die Berichtssaison für Impulse bringt. Besten Dank nach Frankfurt. Soweit der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir jetzt zur Marktidee und die ist heute Crop Energies. Crop Energies blickt mit viel Optimismus in die Zukunft. 2022 soll laut aktuellen Aussagen erneut einen Rekordumsatz bringen. Und die Aktie legte an den vergangenen drei Handelstagen deutlich zu und markierte ein Zweijahreshoch. Aus technischer Sicht steht jetzt ein wichtiger Widerstand im Fokus. Kurzfristig könnte es deswegen zu einer Verschnaufpause kommen. Eine ausführliche Chartanalyse, die finden Sie unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis morgen.